Moment, dass man den Waffenstillstandsprozess, den Friedensprozess voranbringt. Da muss politisch gearbeitet werden. Da müssen natürlich Deutschland, aber im Verbund mit den europäischen Partnern gearbeitet werden. Das ist sehr, sehr mühevoll. Da tut die Bundesregierung einiges. Ich glaube, diese Anstrengung muss man noch weiter verstärken. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass das Verhältnis zur Türkei wieder entspannt wird. Es hat keinen Sinn, sich jetzt mit Kinderkram aufzuhalten, ob was in Armenien vor 100 Jahren passiert ist oder ob Herr Erdogan oder Herr Böhmermann irgendwas Böses gesagt haben. Dafür ist die Situation viel, viel zu ernst. Wir müssen mit der türkischen Regierung, auch wenn es ein sehr schwieriger Partner ist, so eng wie irgendwie möglich zusammenarbeiten. Wir haben eine lange und gute Tradition der engen Zusammenarbeit mit der Türkei. Da müssen wir drauf aufbauen, das müssen wir fortsetzen. Die Türkei hat in der Flüchtlingsfrage auch auf jeden Fall unsere Unterstützung verdient. Und wir sind auch in der Flüchtlingsfrage auf die Türkei angewiesen, wenn wir wollen, dass der ungeregelte Zufluss von Menschen über das Mittelmeer und das Ertrinken von vielen Menschen im Mittelmeer gebremst wird, zumindest wenn nicht ganz gestoppt wird. Das geht nur gemeinsam mit der Türkei. Also da ist einfach konstruktives Miteinander gefragt. Das ist aus meiner Sicht die allerhöchste Priorität zurzeit.